Hallo und herzlich willkommen bei Turn-On. Das ist der Alex, ich bin der Jens und das ist das wunderschöne Huawei P20 Pro. Wir haben es hier in der Farbe Twilight. Das ist von Huawei das Smartphone, das jetzt die Smartphone-Renaissance der Fotografie einläuten soll. Und ich muss sagen, das haben sie ziemlich gut hinbekommen. Indem die Farbe so hübsch aussieht oder weil das, was da drin steckt, so toll ist? Ja, man hält das Smartphone ja schon mal so wie eine Kamera. Deswegen ist der Schriftzug ja hier auf der oberen linken Seite, damit du, wenn ich das so halte, dann das dann auch lesen kannst. Ne? Und die haben jetzt drei Kameras integriert. Eine 40-Megapixel-Kamera, eine 20-Megapixel-Kamera und eine 8-Megapixel-Kamera. Da ist eine Telelinse mit dabei, da ist der Monochrom-Sensor mit dabei und ein sehr, sehr großer Sensor, damit aus diesen ganzen Informationen sehr tolle Fotos gebaut werden können. Teile davon kennt man so auch jetzt schon vom Mate. Du hattest jetzt ein paar Tage Zeit, mit dem Gerät herumzulaufen, ne? Ich muss dazu nämlich sagen, ich hatte das P20 Pro bisher noch nicht in der Tasche, nur hier einmal angefasst. Also ich werde jetzt keine großen Töne dazu schwingen können, aber ich bin höchst interessiert, weil ich habe sowas bisher noch in keinem Telefon gesehen. Schon gar nicht in der Farbkombination. Was? Das muss man, also ich erstmal als kleiner Fanboy, ich muss schon sagen, die Farbe ist schon wirklich geil. Ne? Ja. Also wir haben ja letztes Jahr noch darüber, die letzten Jahre darüber gemeckert, dass sich keiner was auf dem Markt traut. Ja, ja, ja. Und dann kommt Apple daher mit einem Product Red Smartphone, dann kommt. War aber nicht Serie, sondern immer nur so ein Special. Immerhin war das aber schon mal was. Ne? Dann kommt Samsung mit dem Galaxy S9 oder S9 Plus mit dieser schönen Purple-Farbe. Das fand ich auch schon ziemlich nett. Und HTC hat auch tolle Sachen, Lava Red. Lava Red oder die Variante, die auf der Rückseite so durchsichtig war. Mhm. Das war auch ganz nett. Oder jetzt hier dieses Mocker damals vom P10. Sony hatte auch ein paar nette Ideen. Es geht aber schon mal in die richtige Richtung. Also da hat mich Huawei schon mal positiv überrascht. Ja. Super gemacht. Dann haben sie drei Kameras im Smartphone. Mhm. Und da ist schon mal die Frage, warum drei? Wie kann man das am schlauesten erklären? Mhm. Sie nutzen den großen 40-Megapixel-Sensor, um was damit zu machen? Irgendwie blicke ich das immer noch nicht. Sie versuchen aus 4 Pixeln ein Pixel zu machen, beziehungsweise das Licht, das auf die 4 Pixel geht, wird zu einem zusammengeführt. Und damit hat man mehr Licht, mehr Details auf einem Pixel und damit bessere Fotos. Geil. Dann hat man noch den Monochrom-Sensor, der sehr viele Details... Den kennt man ja auch aus den Vorgängern, oder? Genau, genau. Der nochmal sehr viele Details rausholt. Mhm. Aus diesen Informationen wird auch nochmal das Foto besser, weil mehr Details. Was ist mit dem anderen? Den RGB-Sensor, da holt man sich die Farben her. So, und damit hat man dann schon mal sehr gute Grundvoraussetzungen für ein gutes Bild. Und dann kommt diese intelligente Software mit dazu, die überraschenderweise ziemlich gut funktioniert. Die erkennt, was du für ein Motiv hast, eine Katze oder ein Sonnenuntergang oder ein Essen. Und wie man das auch von LG, von dem VQ kennt oder so, zeigt dir dann an, aha, das ist gerade dieser und dieser Modus. Passt so ein bisschen was an der Optik, an Blendeneinstellungen oder sonstiges. Und dann hast du das perfekte Foto gleich voreingestellt. Muss also nur raufhalten, eine Sekunde wirklich warten, Knopf drücken, fertig. Tolles Foto. Was ist da passiert? Wir gucken uns mal kurz Geräte an für 1300 Euro. Wir gucken uns mal ganz kurz Geräte an für 1000 Euro. Wir gucken uns mal kurz andere Geräte an, die in der gleichen Preisklasse, 800 Euro, ne? 899 Euro. 900 UVP. Euro. 900 Euro UVP, hat aber 128 GB Speicher schon drin und ist Dual-SIM. Okay, also lass mich das kurz rekapitulieren. Wir haben hier ein Telefon, das die Kamera spart in einem im Smartphone-Bereich jetzt komplett um. Haben wir es richtig aufmischt? Ja, also wenn man bedenkt, was sie letztes Jahr gezeigt haben, ja. Was eher so, ja, kann gut Akku, ja, ist ein solides Gerät, ist ein wirklich solides Gerät. Dann ist der Sprung innerhalb von einem Jahr so groß geworden, dass man mit gutem Gewissen sagen kann, also wenn du das P10 hast und dich dafür interessierst, ist der Sprung groß genug. Okay, das heißt also alle anderen Hersteller, die normalerweise sonst mit derbs fetten Features klotzen und uns ans Bein binden wollen, dass sie die geilsten Player der Welt werden, die haben sowas jetzt nicht gemacht, sondern Huawei. Der einstige Billighersteller sagt jetzt, wir machen mit drei Kameras hier einen auf dicke Hose. Dabei, wir haben uns darüber schon mal jetzt unterhalten. Also Moment, heute. Das ist jetzt ja gar nicht negativ gemeint, das mache ich ja gar nicht. Yeah. Nicht. Sondern es ist interessant zu wissen, dass es Huawei ist und nicht Samsung, Apple, Sony. Entschuldigung, machen die ganzen Kameras der Welt, aber Telefone wirklich unter der Erde. Jetzt kommt auch Huawei. Ich finde das total interessant, dass einer, was ein Fernosthersteller sagt, jetzt sind wir dran. Ja. Ein ehemaliger Billighersteller
sagt jetzt. Ja, günstig. Also vor allem sind die sind ja jetzt auch mit den Jahren immer teurer geworden, weil sie gemerkt haben, wir können langsam wirklich mithalten. Die Bereitschaft ist auch da. Wenn ja. du das den Leuten schmackhaft machst und sagst, guck mal hier, wir haben drei Kameras, boom, meine 900 Euro fliegen so davon. Es könnte ja sein, dass das einfach Müll ist, was sie da produzieren. Hm. Ist es aber nicht. Sie sind laut diesem DxO-Score, der ja mal nebenbei gesagt bescheiden ist, weil das wirklich ein Benchmark ist, wie man ihn von überall her kennt. Der aber auch der so sagt, Mittel Sinn macht, ja, muss der, man leider dazu sagen. Es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, das Ding. Ja, also weil im Videobereich kann der mit der Konkurrenz nicht mithalten. Was den Dynamikumfang angeht, kann das Ding auch nicht mithalten. Aber dieses komplette Erlebnis mit der Kamera mhm. macht viel mehr Spaß als mit allen anderen Geräten, die ich bisher hatte. Okay. Weil du es wirklich hinhältst, Knopf drückst, tolles Bild. Du kannst es hinhalten und kannst eine Langzeitbelichtung von knapp 4 bis 6 Sekunden machen mhm. und kannst das Telefon dabei in der Hand halten. Mhm. Durch den riesigen Sensor kann der das alles noch per Software und per optischen Mitstabilisator alles noch korrigieren und du hast keine Probleme. Also es verwackelt nichts, wenn du nicht gerade so machst, ja, natürlich. Aber du brauchst keinen Tripod mehr dafür. Du kannst so halten und schöne Nachtfotos machen. Wir waren in Paris zur Pressekonferenz und da konnte man abends echt tolle Fotos machen. Mhm. Und man hat sich wirklich hingestellt, pluck, fertig. Das. Also ich muss zugeben, ich kenne. Macht also, Spaß! Ich hätte es ja gerne im Detail auch gesehen, aber Huawei ist da leider nicht so drauf und dran zu sagen, dass wir auch Leuten sowas in die Hand geben, die mit der Thematik vielleicht sich auch auskennen würden. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen ins Blaue fischen. Glaubst du, dass so ein Telefon tatsächlich mittlerweile eine ernsthafte Konkurrenz werden kann zu, also nicht nur den etablierten Playern, sondern auch tatsächlich zu Kameras? Du hast ja selber eine RX 100. Ich glaube nicht. Also, weil wenn du sagst, du machst so, boop, Foto ist ja, geil. Weil mit einer normalen Kamera kannst du ja nicht mal eben so, boop, Foto geil, sondern musst du schon schraub. Einige Modi von der RX 100 waren schon ordentlich. Also auch im Automatikmodus konntest du ziemlich gute Fotos machen. Aber du hast halt nicht diese künstliche Intelligenz, diese Artificial Intelligence, die sie hier drin haben. Okay, anders. Ist es eher eine Kamera mit Telefon oder ist es eher ein Telefon mit Kamera? Ja, es ist ein Telefon mit Kamera. Warum? Weil die Kamera nur ein Teil des ganzen Geräts ist. Aber ist es nicht sonst einfach nur ein Android-Telefon? Ja. Ja. Also es ist doch eher Kamera mit Telefon? Nein, es ist ein Smartphone mit einer sehr guten Kamera. Ich bin mir da nicht so sicher, aber ich glaube, ja, das Ding ist, wenn du dir mal anguckst, was sie halt tun und wie sie auch das ganze Ding beworben haben, dass sie die ganze Energie in das stecken. Du meinst diesen ganzen Marketing-Sprech, den sie etabliert haben. Also das Ding ist, die ganze Energie wird da reingesteckt für das, was ja scheinbar das Wichtigste in einem Smartphone zu sein scheint, und zwar die Kamera. Kein anderer, also es gibt scheinbar kein Feature für uns, was wichtiger oder spannender ist als die Kamera. Und da muss ich widersprechen. Na? Denn der Prozessor dieser Kirin 970 ist, 970, ich muss kurz nachschauen, so viele Zahlen mittlerweile, ja, 970, ist stark genug, um auch Vainglory ordentlich spielen zu können. Okay. Da sind 6 GB Arbeitsspeicher drin, ja. 128 GB interner Speicher. SD-Karte? Nein. Okay. Deswegen der dicke Speicher. Okay. Und auch nur diese Ausführung. Aha. Deswegen ergeben da die 900 Euro für das Gerät auch schon wieder also Sinn. Also keine 32, 64 nein. Und so. Dieser eine Preis, Dual-SIM, auch nicht als Auswahl, sondern auch in hast Deutschland. Du immer. Auch ja, Deutschland. Deutsche Variante. So. Ein 4000 mAh Akku. Mhm. Das Ding wird auch einen Heavy-User, also Leute wie uns, wirklich komplett über den Tag bringen. Mhm. Und eventuell noch über den nächsten Morgen und dann erst zur Arbeit und dann an die Steckdose. Mhm. Und lädt dann auch wieder in, lass mich lügen, 40 Minuten, 50 Minuten fast voll auf. Mhm. Bei 4000 mAh Akku. Also dieses ganze Komplettpaket ist viel runder, als man es bei den ganzen anderen Entwicklungen bisher gesehen hat. Das ist so erschreckend, dass das Huawei von einem Jahr so hinbekommen hat, dass sie auch hinbekommen haben, hier 3 Kameras reinzubauen und dann noch diesen fetten Akku, obwohl das ein bisschen dicker vielleicht ist, so, ne, als man das von anderen Geräten kennt, aber nicht also so breit wie ein Mate. Das heißt also, Huawei hat es geschafft, ein Telefon zu bauen, Huawei hat es geschafft, eine Kamera in das Telefon zu bauen und Huawei hat es gleichzeitig mit dem Telefon geschafft, eine Software zu bauen, die das beides auch noch vernünftig nutzen lässt. Ja. Das könnte man so sagen. So, das muss man kurz sacken lassen. Ja, das mussten wir ehrlich gesagt auch sacken lassen, weil wir was willst du dann machen? Du kriegst ein Telefon in die Hand und sollst das Ganze mal reviewen. Und plötzlich sagst du, das ist gut, ist auch ziemlich gut, auch ziemlich gut. Ja. Und du suchst plötzlich schlechte Dinge, weil du nicht nur positive Sachen sagen willst. Ja, natürlich. Deswegen, es gibt natürlich schlechte Sachen. Sie macht, wie gesagt, im Kamerabereich nicht, im Videobereich nicht alles gut. Auch 4K 60 FPS kann Huawei immer noch nicht. Das ist
Aber H265. Das kriegt sie alles hin. Aber ehrlich gesagt stört mich das überhaupt nicht, weil der ganze andere Rest so rund ist, wie ich das sonst bisher für mich nur beim iPhone erlebt habe. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung seitens Huawei. Also glaubst du, bei allen Telefonen, die wir hier liegen haben, ist es Huawei gelungen, dass er zum ersten, also jetzt würde ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, weil ich finde sonst bei dem Samsung, gerade beim S9 ist es halt ein total unnötiger Move von Samsung, dieses Telefon rauszubringen. Ja. Das ist auch so wie beim iPhone 8, super unnötiges Telefon eigentlich. Ja. Eigentlich, jeder sieht das wieder anders, bla. Aber aus meiner Sicht, ne, 8er bräuchte man nicht, 9er bräuchte man nicht. Ist dieses Telefon tatsächlich ein ernsthafter Step von Huawei zu sagen, so müsste eine Smartphone-Evolution funktionieren? In einem Jahr das P, was war das davor? Das 10? P10, genau. Ist so. Das P20 ist so, aber dazwischen ist nicht nur mal, wir haben was verbessert, sondern wir haben ein neues Telefon rausgebracht. Nein. Möchtest du? Nein. Nein, weil der Sprung vom vom P9 zum P10 war nicht so groß. Das einzige Problem, was alle anderen jetzt gerade haben, ist, dass sie diesen riesigen Sprung im Jahr davor hatten. Mhm. Und Huawei jetzt so hervorsticht, weil sie letztes Jahr nicht diesen Sprung hatten, da war es relativ langweilig. Ja, ja. Und dieses Jahr sind die aber so weit vorgesprungen, dass das halt doch wieder auffällig ist. Und deswegen sitzen wir gerade alle da und fragen uns, wow. Also ist es beides. Es ist A, ungewohnt, weil es schon mal was anderes ist, als andere gemacht haben, mit den drei Linsen zum Beispiel. Und es ist ungewohnt für den Hersteller. Und auch halt sauber und solide umgesetzt, davon mal abgesehen. Oh. Das ist ein interessanter Gedanke tatsächlich. Und wie, ich finde es immer noch krass, dass es von Huawei kommt. Ja. Was ja, wie gesagt, nicht negativ gemeint ist, es ist halt positiv überraschend. Also ich bin froh, dass der Markt dadurch wieder so ein bisschen aufgedröselt wird. Ne? Sonst so war es immer so, AMD und so Kamera, also im Kamerabereich wirst du immer noch super geile Fotos mit einem S9 schießen. Wahrscheinlich auch mit dem Lumia 59. Auch mit dem, vor allem damit, auch mit einem Pixel 2 XL wirst du großartige Fotos schießen können. Auch mit dem iPhone, alles wunderbar. Ja. Wie gesagt, dieser Sprung jetzt gerade vom ehemaligen zum jetzigen und was du teilweise aus der Nacht noch rausholen kannst, das ist... Es schreit aber eher danach, dass wir uns noch um ein Video kümmern müssen, in dem wir wirklich mal genau gucken, was momentan so die großen Flaggschiffe so können, beziehungsweise was gerade das P10 als Pro-Variante, weil sie es so auf den Zettel schreiben, was die im Detail können und wie das im Vergleich aussieht. P20, ja. Sollten wir mal machen. Könnten wir machen. Ja, krieg ich gut. Haben wir nicht schon mal so Fotos aufgenommen? Ihr könnt sich auch mal in die Kommentare schreiben, was so eure Telefone wären, die ihr gerne in so einem Vergleich mit drin haben wollen würdet. So richtig, oder so richtig schlechte Smartphones. So richtig schlecht. Richtig schlechten Kameras. So, und dann merkst du auf einmal, oh, ist doch gar nicht so schlecht. Für 60 Euro kriegt man schon ein ziemlich schlechtes Smartphone-Kamera. Also wir können uns darauf einigen, das P20 Pro hat bisher gerade mit Pro seinen Namen verdient. Ja. Ein Pro-Modus gibt es, RAW kann man damit aufnehmen, Lichtmalerei, du kannst, das ist auch ganz schön, das möchte ich auch nochmal erwähnen. Also Huawei hat in die Software eine Lichtmalerei-Funktion integriert. Die gibt es aber schon länger. Die gibt es schon länger, ja, aber du kannst da bis zu 60 Sekunden Belichtung anlassen. Ja, 60 ja, Sekunden lang nur Licht auf den Sensor strahlt und du dann mitten in der Nacht zum Beispiel einen Sternenhimmel fotografieren kannst. Das ist geil. Und das auch bis zu 1000 ISO, was auch immer. Also es rauscht, ne, aber es holt eine ganze Menge schon raus. Wenn du fertig bist mit dem Ding, gib's mir, ich will's ausprobieren. Ich rufe einfach Huawei und frag's, ob sie dir ein eigenes schicken. Mach's mir aber wohl die Antwort. Das habe ich mich auch gefragt. Und vor allem auch super interessant, wenn das P20 ist, also P20 Pro, was passiert dann mit dem Mate?